Hallo Herr Gewiese, vielen Dank, dass Sie uns die Chance geben, heute zu einer kleinen Unterhaltung. Sie haben sich zur Bundestagswahl gestellt. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie Zeit zur Lupe und Ihren Wählern sich heute vorstellen. Wir hatten ein paar Fragen zugesandt, nicht der Vorbereitung wegen alleine, sondern um einfach allen Kandidaten und allen Parteien gewisse gleich ähnliche Fragen zu stellen, damit Bürger halt sich was auswählen können, das heißt der Wahl. Was zeichnet Sie persönlich so besonders aus, dass Sie sich befähigt halten, unserem Land im Bundestag einen Dienst zu erweisen? Also ich selbst bin ja nur aus der Region Zeitz, bin hier geboren und bin hier groß geworden. Und ich habe mir ein ausgeprägtes soziales Bewusstsein angeeignet und bin auch bereit, diese wichtige Komponente gerade hier in unserer Region in den Bundestag zu transportieren und dort die Interessen unserer Bürger und auch der unteren Schicht mit zu vertreten. Aber da kann ich mal nachfragen, ganz kurz. Wie nennen Sie es, soziale Kompetenz haben Sie dann? Also ich bin verheiratet und Vater von 5 Kindern. Und gerade hier in Sachsen-Anhalt mit 20% Kinderarmut müssen wir unbedingt etwas tun, damit dieses Misskredit aus der Welt geschafft wird. Es geht nicht, dass ein reiches Land, was Deutschland ja ist, dass ein reiches Land so viel Kinderarmut produziert durch eine fehlgeleitete Politik. In welchen Vereinen, Verbänden und Initiativen waren Sie bisher tätig? In welchen Funktionen da tätig oder sind Sie noch tätig in Vereinen oder Verbänden? Ich bin Gründungsmitglied des Vereins Historische Drahtseilbahn Zeitz e.V. und war auch über zwei Jahre lang dessen Vorsitzender und bin jetzt auch noch momentan eher inaktiv, aber trotzdem noch Mitglied und werde auch so gut es geht, den Verein weiterhin aktiv mit unterstützen. Haben Sie eine Vergangenheit in der politischen Laufbahn? Haben Sie Politik schon mal betrieben? Ich habe selbst noch keine Politik betrieben. Ich bin ein Newcomer und ich habe mich auch für die AfD entschieden. Man muss es sagen, aufgrund der doch negativen Entwicklungen in unserem demokratischen System über die letzten Jahre weg, muss man sagen. Ja, ausschlaggebender Punkt war dann natürlich im Ende 2015 die Asylkrise, die durch die Entscheidung einer einzelnen Person im Prinzip erst ermöglicht wurde. Da hatte ich eine Frage ja geschrieben gehabt zur beruflichen Tätigkeit, aber Sie müssen sich jetzt nicht ausziehen vor den Zuschauern, es gibt nur noch die Privatsphäre. Ich hatte nur die Frage gestellt, wie können Sie eigentlich Ihr jetziges berufliches Umfeld mit der Kandidatur und dem eventuellen Einzug, was ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit bei der AfD ist, weil im Landtagswahl war es ja so, dass Direktmandat hier auch geholt wurde gegen die CDU. Ist das mit Ihrem Beruf zu vereinbaren, Bundestag und Ihre jetzige Tätigkeit? Nein, also es wurde mir ganz deutlich in meinem Kollegenkreis gesagt, dass Sie mich, wenn es dann zum Einzug kommt, schmerzlich vermissen werden. Also habe ich doch einen recht guten Stand bei mir in meinem Kollegenkreis und auch in meinem Unternehmen. Und ich bin mir auch sicher, dass mir dann, wenn es nicht klappt, auch im Nachhinein keine Steine im Weg gelegt werden. Liebe Zuschauer, jetzt habe ich das Thema Ethik und Moral eigentlich angenommen. Ethik, Moral, sage ich drei Sätze dazu oder nimmt, was wir textlich geschrieben hatten, damit Sie wissen, warum wir das Thema eigentlich herannehmen. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, das heißt, Sie geben Ihre Stimme ab an Ihren Kandidaten oder Ihre Partei, die Sie wählen, und Sie werden dafür vertreten. Ein gewisses Garant der Standfestigkeit und Geradlichkeit ist dabei nach unserer Auffassung die eigene Ethik, Moral, auf die man in schwierigen Fragen zurückgreifen kann. Uns ist bewusst, dass die wissenschaftliche Definition dieser Begriffe nicht eindeutig sind und bitten halt im Interesse unserer Zuschauer, dass sie nicht abgleiten ins zu abstrakte, ins Wissenschaftliche. Eigentlich geht es uns darum, zu erkennen bzw. zu transportieren, ob uns jemand gegenüber sitzt, der einen festen Charakter hat, der für seine Ziele, seine Versprechungen
auch mit Widerstand danach bleibt oder so genannt kein Umfaller ist, ja, also für wichtige Dinge. Ethik hat ja den Sinn häufig mal als Erläuterung, nicht, dass sie nachrichten müssen, allen Punkten, nur in schwierigen Fragen, Lebensfragen ihnen mal zu helfen. Daher kommt die Frage eigentlich an Sie jetzt ganz direkt, nach welchen moralischen Grundsätzen leben Sie und nach welcher Philosophie oder Denke greifen Sie in schwierigen Entscheidungen zurück? Schwierig kann sein im Beruf, wenn es zu einem Diebstahl kommt, wenn das Kind vielleicht nach Hause kommt und sagt, ich möchte jemanden aus Nigeria heiraten, der keinen Berufsabschluss hat. Das sind so ethische Fragen, die vielleicht mal auf Sie zukommen. Wobei es, ja genau, vielleicht fallen uns auch weitere Entscheidungen an. Oder mit auch eine Sache mit Ehebruch. Und es gibt viele Dinge, wo es ethische, wo man zurückgreifen kann, wenn es schwierig wird. Und das ist immer die Frage jetzt, nach welcher Ethik Sie ein bisschen leben oder was für Sie für Grundsätze Sie haben letztlich und vertreten. Also ich bin ein politischer Newcomer, wie ich das bereits schon sagte. Und deswegen gehe ich jetzt mal von meinem privaten Umfeld aus. Und da ist für mich als allererstes die Treue und die Loyalität meinen Partnern gegenüber, also meiner Partnerin gegenüber, ja, meiner Familie gegenüber. Und das zeichnet mich aus auch durch Beständigkeit. Ich habe meine Frau 2003 kennengelernt, ja, habe mit ihr 4 gemeinsame Kinder. Und nach 1998 ist meine erste Lebenspartnerin verschieden und ich habe meinen großen Sohn mit in die Beziehung gebracht. Und wir sind vom ersten Tag bis heute wirklich treu und ja, eine beständige Familie nach dem klassischen Vorbild. Dankeschön. Die 10 Gebote der christlichen Lehre sind Ihnen bekannt, gehen wir von aus. Wie stehen Sie dazu, zu der christlichen Lehre bzw. die 10 Gebote? Nun, ich bin als Kind der DDR groß geworden. Da spielten die 10 Gebote der christlichen Lehre nicht so die überragende Rolle, haben aber trotzdem unser gesellschaftliches Leben irgendwo immer mitgeprägt. Und ich finde, diese finden sich ja auch in vielen Gesetzen wieder. Ja. Und die 10 Gebote der christlichen Lehre sind eng verwurzelt in unserer Kultur und unserer Tradition und das sollte auch so bleiben. Wie stehen Sie zum kategorischen Imperativ von Kant? Ja, da sind wir beim Thema. Die Maxime. Welche Maxime sollte man sich selbst setzen, was man dann wieder zum Gesetz werden, zum allgemeingültigen Gesetz werden lassen könnte. Und da habe ich mir eigentlich als Maxime gesetzt, vor jeder Handlung zu überprüfen, welche Auswirkungen hat das auf mein Umfeld, auf meine Nachbarn. Ja. Und das sollte man eigentlich sich als Maxime setzen. Seine Schritte genau zu überlegen, was hat das für Auswirkungen auf das Miteinander mit allen anderen, die davon betroffen sind. Sehr schön. Was bedeutet für Sie Gemeinwohl und inwieweit ist dabei der Einzelne zu berücksichtigen? Geht Gemeinwohl vor dem Wohl des Einzelnen? Ja gut, Gemeinwohl, das kann man nun aus der sozialistischen Lehre her definieren. Oder auch in der heutigen Zeit, das Gemeinwohl betrifft das ganze Volk in seiner ganzen Breite. Und das bedeutet, Gemeinwohl bedeutet für mich, dass man auch als Geringverdiener dann irgendwo eine Absicherung haben muss, die einem einen gewissen Lebensstandard sichert. Ja. Und dazu gehört eben zum Beispiel der Kampf gegen die Kinderarmut hier im Land. Da fängt für mich das Gemeinwohl an und hier muss unbedingt politische Veränderungen geschaffen werden, die solche Missstände abschaffen. Also Sie haben jetzt hauptsächlich angesprochen, die Missstände war für Sie hauptsächlich Kinderarmut. Wann ist ein Kind nach Ihrer Definition arm? Also ein Kind ist arm, wenn es zum Beispiel, und das gibt es leider, nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit hat. Und da haben wir leider in jüngster Vergangenheit die Parteien im Landtag gegen eine Regelung gestimmt, die zum Beispiel kostenlose Schulspeisung beinhaltet hätte.
Und weil Sie von Kindern jetzt sprachen, Kinderarmut, jetzt kommt zwar später das Thema, was ist mit den Kindern der Neuankömmlinge, der Asylanten? Dürfen die auch nicht arm sein? Ich denke mal, die Versorgung unserer Flüchtlinge, Neuankömmlinge, Einwanderer, wie auch immer, das muss man ja erstmal trennen. Was sind Asylbewerber, was sind Flüchtlinge, was sind... Kinder, ich weiß nur von Kindern. Ich habe nur Kinder jetzt gefragt, nichts anderes, nur Kinder. Ja, aber sicherlich dürfen diese Kinder auch nicht arm sein. Aber ich denke mal, diese Versorgung der Neuankömmlinge ist so gut sichergestellt, dass es da keine Kinderarmut gibt. Die Versorgung unserer Kinder in Deutschland ist also Ihrer Auffassung nach nicht sichergestellt zurzeit in unseren Gesetzen. So kann ich es auf den Punkt bringen, oder? Dagegen wollen Sie vorgehen, also Veränderungen bringen. Also sie ist nicht ausreichend sichergestellt. Was ist für Sie soziale Gerechtigkeit? Soziale Gerechtigkeit ist für mich, wenn man nach 45 Arbeitsjahren zum Beispiel auch unabhängig von seinem Verdienst, den man in diesen 45 Jahren gehabt hat, eine Rente bekommt, die angemessen ist, und sich deutlich von denen abzeichnet, die noch gar nicht in die Rentenkassen eingezahlt haben oder aufgrund weniger Arbeitsjahre deutlich weniger eingezahlt haben. Sie hatten ja den Mut, sich bei uns auf den heißen Stuhl zu setzen. Und Sie kennen mich ja ein bisschen, dass ich ja mal gern über dieses allgemeine Wieselwort hinausgehe, weil ich immer lese, ich bin für Gerechtigkeit, allen soll es gut gehen. Jetzt sagen Sie eine konkrete Zahl. Was stellen Sie sich vor? Was nach der heutigen Inflationsrate, nach dem heutigen Iststand, was stellen Sie sich dann vor als konkrete Zahl? 500 Euro, 800, was stellen Sie sich vor? Also ich denke mal schon, wenn man die Bedürfnisse und die heutigen Preise alles sieht, ist eine Mindestrente von 800 Euro also als Minimum anzusehen. Genau, gut. Immer eine konkrete Zahl. Und bei Kindern, was müsste eine Familie haben, um mit ihren Kindern klarzukommen? Gut, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und dahingehend hat sich ja die Alternative für Deutschland in Sachsen-Anhalt ein Familienpositionspapier erarbeitet. Und da gibt es ja verschiedene Varianten. Das geht also entweder über kostenlose Kindertagesplätze oder Familienkredite, zinsgünstige, die dann wieder... Was müssen Sie im Monat zur Verfügung haben, damit das Kind nach Ihrer Auffassung nicht arm ist, das meine ich? Also bei den heutigen Kosten muss als man... Als Familie mit drei Kindern. Eine Familie mit drei Kindern möchte mindestens 1.500 Euro Kindergeld zur Verfügung haben, um die Kosten, die durch das Kind entstehen, oder... Eine Familie mit drei Kindern, sagen Sie, sollten Kindergeld von 1.500 Euro bekommen? Ja, pro Kind 500 Euro. Pro Kind 500 Euro, drei Kinder 1.500 Euro und den Rest des Einkommens halt wieder normalen Steuerrecht. Also 500 Euro Kindergeld pro Kind. Gut, okay. Liebe Zuschauer, jetzt gehen wir zum nächsten Thema über praktisches Handeln, an praktischen Beispielen ein bisschen, um das zu prüfen, ob diese ethischen Ansprüche von Ihnen auch zu realen Fragen passen. Am Anfang haben wir eins, also, was ja die AfD auch recht bekannt macht letztlich, sind dann Vertreter der AfD, das ist die Asylpolitik so im Großen und Ganzen. Da gibt es einen Aufsatz von Max Weber, ist Ihnen vielleicht bekannt, wir hatten einen kleinen Grammatikfehler hier drin, denn die Begriffe Gesinnungs- oder Verantwortungsethik. Was sind Sie eigentlich? Sind Sie der Gesinnungsethiker, sind Sie der Verantwortungsethiker jetzt gerade in Bezug aufgrund der Zuwanderungen aus den afrikanischen Ländern? Sie können ja von mir aus auch Rumänien dazu nehmen. Aber was sagen Sie dazu eigentlich zu der Geschichte von der Gesinnung oder Verantwortungsethiker? Wo würden Sie sich selber einteilen und an einem Beispiel vielleicht festmachen, wie Sie das sehen? Also ich muss sagen, die Politik der letzten Jahre war geprägt von Gesinnungsethik. Nur die hat dazu geführt, dass es zu dieser Asylkrise kam, weil unter einer Verantwortungsethik wären diese Entscheidungen so nicht gefallen. Und da müssen wir auch wieder hinkommen, dass wir verantwortungsethisch genau abwägen, welche Auswirkungen haben unsere Entscheidungen für das weitere Leben. Auf der Welt? Ich bin Verantwortungsethiker. In Bezug auf die deutsche Politik. Gut. Dann habe ich ein Beispiel nochmal genommen, was man den Kanten ein bisschen bezieht. Die demografische Entwicklung zeigt uns ja, dass wir haben keine Rentenversicherung, da wir nichts ansparen. Wir haben nur ein Umlagesystem. Das heißt,
manche zahlen ein, manche bekommen was, Rücklage, glaube ich, einen Monat, haben, mehr haben wir ja nicht. Und die Demografie, wenn man sich es anschaut, werden wir immer weniger. Das heißt, es bleibt weniger übrig zum Verteilen, weil die andere Anzahl hochgeht letztlich. Und wenn wir zum speziell die neuen Bundesländer nehmen, glaube ich, Durchschnittsalter in Zeitz liegt auch schon bald bei 60, also kann ich mich fast als jungen Mann hier bezeichnen. Und jetzt gibt es eine schöne Sache, so unsere Bundestagsabgeordneten, die haben was anderes gemacht. Die haben letztlich gesagt, wir nehmen uns Pensionen, wir sind raus aus dem System, wir lassen uns Pensionen, sagen wir uns zu. Und jetzt zitiere ich nochmal den einen Satz von Kant. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Was sagen Sie zu der Moral? Was sagen Sie dazu? Also ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Rentensystem, wie wir es momentan haben, so keinen Fortbestand haben kann und darf. Ich selbst bin ein Verfechter des Schweizer Rentenmodells, was übrigens, glaube ich, auch in Österreich gilt, wo jeder, der bei uns in irgendeiner Weise seinen Lebensunterhalt verdient, aus diesem Verdienst ohne Deckelung nach oben seinen Rentenbeitrag entrichten muss. Das heißt, egal ob das die Frau Bundeskanzlerin derzeit ist oder ob das der Hilfsarbeiter am Band ist, jeder zahlt entsprechend seines Verdienstes in die Rentenkassen ein. Nur so lässt sich eine Absicherung im Alter dann auch wirklich noch bewerkstelligen. Warum? Sie fangen dann einfach eine größere Bevölkerungsgruppe ein, Sie fangen jetzt die Beamten noch ein, wollen Sie Selbstständigen auch einfangen? Es muss jeder, weil es vor dem Gesetz ist jeder gleich. Es soll ja auch jeder dann einen Anspruch später haben. Ein Selbstständiger muss ja von irgendwo dann auch von irgendetwas leben, wenn er dann nach 45 Arbeitsjahren sein Geschäft an sein Junior übergibt. Also jetzt unabhängig einmal der moralischen Frage, habe ich jetzt Ihnen herausgehört, dass Sie also letztlich präferieren ein Rentensystem, in dem jeder Bürger, der in diesem Land lebt, Rentenbeiträge abführen muss, unabhängig in jeder Einkommenshöhe letztlich. Ja. Und jeder Bürger hat dann einen Anspruch an diese Rente oder haben dann nur die Bedürftigen Anspruch an diese Rente? Nein, jeder hat den Anspruch. Soll jeder eine gewisse Grundrente dann einfach haben? Nein, die Grundrente hat man ja vorhin schon, was eigentlich als Absicherung für 45 Arbeitsjahre abschlagsfrei. Und was ist mit denen, die nicht gearbeitet haben? Die müssten dann über ihren Ehepartner, der dann wahrscheinlich gearbeitet hat. Alleinstehende, der nicht gearbeitet, der sagt, ich nehme Freizeit in Anspruch, ich probiere das, ich mache mal Hartz IV, zwei Jahre, drei Jahre arbeitslos, was mit dem? Ja, die müssten dann die Grundsicherung bekommen und jeder, der gearbeitet hat, muss dann entsprechend seiner Arbeitsjahre dann natürlich entsprechend mehr bekommen als einer, der ein Leben lang nichts gemacht hat. Also wer mehr einzahlt, soll auch mehr bekommen bei Ihnen? Richtig. Und was ist mit denen, die nur vom Kapital leben in Deutschland, die vom Kapitalertrag haben? Sollen die auch Rentenbeiträge daraus zahlen, also zum Kapitalertrag? Ja, wenn sie schon das zum Lebensunterhalt nehmen, ja. Der Vermieter, der ein Haus besitzt, der Vermieteinnahmen hat, sodass die Mieteinnahmen Rentenbeiträge abführen. Gut, also da muss er schon deutlich mehr haben als ein Haus, um von den Mieteinnahmen und den daraus entstehenden Kosten des Unterhalts des Hauses dann auch noch selbst leben zu können. Was soll der Beiträge abführen aus den Mieteinnahmen? Jeder, der seinen Lebensunterhalt auf irgendeine Weise hier in Deutschland verdient, soll daraus. Ich habe jetzt versucht nachzuhaken, den Unterschied gibt es, was Sie jetzt verdienen, ich bin auf den Punkt Verdienen eingegangen, Verdienen aus Arbeitnehmertätigkeit oder ist Verdienen für Sie auch der Kapital zur Verfügung stellt? Ein Hauseigentümer, der hat ein Haus, weil er Kapital besitzt, jetzt egal mal warum, und hat halt 8 Mietparteien und hat eine Mieteinnahme von so mal 300 Euro pro Einheit, sind dann 2.400 Euro. Soll der aus diesen 2.400 Euro, von denen er lebt, auch Rentenbeiträge abführen? Na gut, von den Mieteinnahmen kann er ja dann nicht leben, weil da geht ja drauf Grundsteuer und der ganze Hausunterhalt und. Also die nicht? Das nicht, nein, das ist natürlich. Also die aus dem Sparbuch auch nicht, also Kapital bleibt draußen. Kapitaleinkünfte, ja. Gut. Air Berlin ist insolvent und der Bund hilft, was halten Sie denn davon?
und begründen Sie es kurz. Ich bin eigentlich schockiert gewesen, wie schnell da die Bundesregierung wieder mit einer millionenschweren Bürgschaft reagiert hat. Das ist in meinen Augen ist es ein grober Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit gewesen. Und ich denke mal, Germania hat es wohl genauso gesehen. Ich bin gegen diese Unterstützung in diesem Fall. Ich fände es wichtiger, wenn zum Beispiel, nehmen wir Molkereigenossenschaft Bad Bibra, ein gut funktionierender Betrieb mit vollen Auftragsbüchern soll jetzt geschlossen werden, weil in dem großen Konzern, wo sie Bestandteil sind, aus gewinnwirtschaftlichen Gründen entschieden worden ist, dieses Werk zu schließen. Da sollte die Bundesregierung oder auch die Landesregierung mit unterstützten Maßnahmen dazu beitragen, dass dieses Unternehmen in Bad Bibra zum Beispiel aus dem Konzern herausgelöst werden kann, um weiter eigenständig zu arbeiten. Also Bad Bibra kenne ich nur am Rande. Bad Bibra ist eine Molkerei, aber es ist ein Teil eines größeren Konzerns. Es ist ein Privatkonzern, der entschieden hat, dieser Betriebsteil rächen sich für uns nicht mehr, den machen wir einfach zu. Und jetzt sagen Sie, habe ich Sie richtig verstanden, hier sollte eine Regierung eingreifen und dem Unternehmer zwingen, Betriebsteile, die er selber schließen möchte, weiter laufen zu lassen fürs Gemeinwohl. Ist das so richtig? Nein, wenn der Unternehmer der Meinung ist, dass dieses Werk geschlossen werden muss, dann ist das eine unternehmerische Freiheit. Aber wenn ein Unternehmen, was über 150 oder fast 115 Jahre Tradition hat, mit vollen Auftragsbüchern einen neuen Investor bzw. einen neuen Geschäftsführer finden würde, um eigenständig wieder weiterzuarbeiten, dann sollte da eine entsprechende Unterstützung geleistet werden, um da auch das zu ermöglichen. Hier geht es um Arbeitsplätze, hier geht es um auch regionale wirtschaftliche Tradition. Ja, und da sollte eher Unterstützung. Was heißt Unterstützung für Sie? Geld oder Gesetze? Nein, da sollte wirklich mit Wirtschaftsförderungskrediten zum Beispiel ermöglicht werden, dass dieses Unternehmen eigenständig weiterarbeiten kann, nachdem der Konzern es den Betriebsteil geschlossen hat. Die sogenannte Dieselaffäre der Autoindustrie und die Folgen sind derzeit noch nicht überschaubar. Wie stehen Sie, Herr Gewiese, zu dieser Affäre der Autoindustrie bzw. der politischen Folgen und der wirtschaftlichen Folgen für unser Land in Bezug Dieselaffäre Gänsefüßchen? Also ich persönlich finde diese Dieselaffäre an sich ein aufgebauschtes Problem. Ja, ich komme selbst aus der Speditionsbranche und ich weiß, dass die Diesel der Neuzeit so sauber sind, dass man von einer umweltschädlichen Beeinflussung unseres Lebens eigentlich schon gar nicht mehr reden kann. Das fängt beim Rußpartikelfilter an und wenn man da 20 Jahre zurückdenkt, was da ein Diesel hinten rausgeblasen hat und wenn man das mit heute vergleicht, ist das in meinen Augen einfach nur künstlich herbeigeführt. Und es kann mir auch keiner sagen in der Politik, dass zum Beispiel im VW-Konzern, wo das Land Niedersachsen mit 20% beteiligt ist, in der Politik keiner Bescheid gewusst hat über diese Manipulationssoftware. Die herrliche Idee eines gemeinsamen Europas bekommt gewaltige Risse. Eine klassische Zäsur ist ja nun einmal der Austritt Englands, drittgrößter Handelspartner von Deutschland. Ich muss sagen, also der Brexit ist im Prinzip das Ergebnis einer vollkommen verfehlten Europapolitik der letzten Jahre. Europa hat sich ja wegentwickelt von der Gemeinschaft der wirtschaftlichen Zusammenarbeit hin zu einem überreglementierten Großstaat. Und das ist eigentlich die ganze Fehlentwicklung, die durch den Brexit abgestraft worden ist. Und mittlerweile denken ja auch andere Länder innerhalb der Gemeinschaft darüber nach, entweder diese zu verlassen oder sie zumindest dahin zurückzuführen, wessen Grundgedanke das einst war, eine wirtschaftliche Gemeinschaft
mit gleichberechtigten Handelspartnern innerhalb der Gemeinschaft. Griechenland und die weiteren Südländer der Eurozone, also Eurozone jetzt bezeichnet, letztes die Geldzone, die letztlich auf Euro sich geeinigt haben, haben Schwierigkeiten. Jugendarbeitslosigkeit, Unterschied Produktivität letztlich in dem teuren Euro hinbezogen für diese Länder, kommen nicht mehr raus aus ihren Schulden, sind in der Schuldenfalle gefangen. Was soll Ihrer Meinung nach, wie soll es Ihrer Meinung nach weitergehen? Also ich bin ja der Meinung, dass die ersten großen Fehler begangen wurden mit der Bankenrettung und den folgenden Euro-Rettungsschirmen, weil diese haben im Prinzip nur zu einer Verlängerung des Problems beigetragen, ohne dass sich eine Lösung abzeichnet. Der Euro ist in meinen Augen gescheitert am Tag seiner Einführung, am Tag der Festschreibung der Umtauschkurse zwischen den einzelnen Währungen der jetzigen Eurozone. Weil damit wurde marktwirtschaftliche Prinzipien außer Kraft gesetzt, sprich, was früher über die Wirtschaftskraft des jeweiligen Landes im Währungskurs wiederzufinden war, wurde künstlich außer Kraft gesetzt und somit eigentlich auch der Wettbewerb innerhalb der Eurozone verzerrt. Ich weiß nicht, ob Sie darauf einlassen wollen, ich hatte geschrieben gehabt, ob Sie wirtschaftlich soweit tief drin sind. Erklären Sie unseren Zuschauern bitte in eigenen Worten, was Geldschöpfung aus dem Nichts bedeutet und ob Sie im heutigen Geldsystem Mängel erkennen und was Ihrer Meinung nach getan werden sollte. Alternativ können Sie euch sagen, es ist alles in Ordnung und wir müssen euch nichts ändern. Wie die ganzen Ereignisse um die Bankenkrise 2008 gezeigt haben, ist eben nicht alles in Ordnung. Ja, und diese Geldschöpfung aus dem Nichts durch das Hin- und Herschieben von Buchwerten und Verzinsungen hat doch eigentlich dazu geführt, dass wir heute in einem Negativzins leben und unser Geld im Prinzip verbrennt. Ich bin eigentlich gegen dieses Prinzip, was hier zwischen den großen Banken praktiziert wird. Jetzt haben wir die Frage, das ist eine klassische AfD-Frage, muss ich ja fast sagen, weil es bei Ihnen oben drüber steht. Und da müssen Sie mir einen Gefallen noch tun. Ich habe Ihr Plakat vorhin gesehen, wahrscheinlich mal fürs Volk, aus Volk oder wie bezeichnet. Aus dem Volk für das Volk. Aus dem Volk für das Volk. Da müssen Sie uns dann im Nachgang nochmal erklären, was für Sie Volk ist. Das würde mich auch noch interessieren. Also, da war die Frage, die wir gestellt hatten, wie sollten die Millionen von Zugezogenen, habe mich recht freigehalten, aus den verschiedensten Ländern mit den unterschiedlichsten Bildungsgraden und Kulturen Ihrer Meinung nach in Deutschland integriert werden. Aber ganz wichtig, definieren Sie dabei bitte gleichzeitig Ihre Vorstellung von Integration. Gut, dazu müssen wir erstmal feststellen und aufschlüsseln, was unsere Zugezogenen für Mitbürger sind. Sind es Flüchtlinge, die nur für den Zeitraum ihres Krieges in ihrem Heimatland bei uns Zuflucht finden? Sind es Asylbewerber, die aufgrund politischer Verfolgung auch auf absehbare Zeit nicht in ihr Heimatland zurück können? Oder sind es Zuwanderer, so Einwanderer? Und da muss ich sagen, Flüchtlinge sollten dahingehend integriert werden, dass sie sich unsere Sprache aneignen und unsere Gesetze und Werte vermittelt bekommen. Bei einem Asylbewerber, der auf Dauer nicht in seine Heimat zurück kann und entsprechend unserer Asylgesetzgebung auch Asyl bekommt, sollte die nächste Stufe dann eine Integration in den Arbeitsmarkt und auch ins normale gesellschaftliche Leben stärker forciert werden. Und bei Einwanderern muss ich immer noch sagen, ist das große Manko, dass uns ein ordentliches Einwanderungsgesetz fehlt. Beispiel Kanada, Australien, das ist eigentlich die Maßgabe, weil wir können uns wirklich bloß oder sollten uns wirklich bloß Leute ins Land holen, die unsere Gesellschaft bereichern und diese auch voranbringen. Das heißt, hier muss schon im Vorfeld ein gewisses Maß an Sprachkenntnissen mitgebracht werden, ein gewisser Ausbildungsstand mitgebracht werden.
Ja. Und wenn wir heute vom Fachkräftemangel sprechen und wir uns halt Computertechniker aus Indien herholen müssen, ja, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis für unsere Bildungspolitik. Denn das deutsche Volk ist nicht dumm und hier wurden über Jahrzehnte versäumt, entsprechendes Fachpersonal selber auszubilden. Eine Anmerkung von mir, das war mir jetzt zu viel Deutsch eigentlich fast ein bisschen, weil innerhalb unserer jetzt gültigen Gesetze haben wir ja Europa, wir haben einen gemeinsamen Arbeitsmarkt, wir sind, wie viele Einwohner haben wir in Europa? Genau, 600 Millionen insgesamt, was Euroraum ist, Europaraum, EU, ja. 300-400 Millionen sind wir bestimmt. 300-400. Und das bedeutet, jeder Arbeitgeber hat einen Zugriff auf 300 Millionen Arbeitskräfte zurzeit. Und in Frankreich haben es 40% Jugendarbeitslosigkeit, kann man dazu sagen, wenn es darum geht, weil sie Einwanderland immer sagen. Wir haben einen riesigen Arbeitsmarkt und sie können innerhalb Europas gilt die Freizügigkeit. Jeder Franzose kann morgen hier kommen zum Arbeiten. Jeder Grieche darf hierher kommen, jeder Italiener darf hierher kommen, ohne Beschränkungen. Auch die aus den früheren Ostgebieten, die können auch herkommen. Jeder Pole kann hierher kommen zum Arbeiten. Das wollte ich immer einschränken, einfach weil sie Einwanderungsgesetz haben. Wir haben ja ein Potenzial von 300 Millionen. Und, oder wollen Sie raus aus Europa und dann nur auf Deutsch bezogen? Nein, nein. Sie haben ja im Prinzip in der Fragestellung, die aus fremden Kulturkreisen hier zu uns kommen. Ja, und was, ja, was und, ist? Also gehen wir doch, bin ich jetzt bei Ihrer Fragestellung davon ausgegangen, es ging um diese Millionen Einwanderung seit 2015. Ja, ja, Sie haben das Thema bloß weitergebracht, halt, dann Sie sprachen von Arbeitskräftebedarf und so weiter, da habe ich jetzt nur mal eingeschränkt. Ja. Wir haben einen riesen Arbeitskräftemöglichkeiten gibt es. Ich brauche nicht den Inder kommen lassen, ich muss auch nicht nur die Deutschen ausbilden, wir haben auch Zugriff in Frankreich, Spanien, überall. Und jetzt nochmal die Frage nochmal, jetzt, das war noch ganz wichtig, mir einmal, definieren Sie mir bitte noch einmal oder Ihre persönliche Vorstellung, was eigentlich Integration an sich bedeutet, mal das Wort Integration für Sie. Wann ist jemand integriert in einer Gesellschaft? Also für mich oder ist... in Deutschland jetzt mal so. Für mich ist ein ausländischer Mitbürger in Deutschland integriert, wenn er sich unserer Sprache bemächtigt hat, wenn er unsere gesellschaftliche Lebensform, die Form unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, unsere Kultur, unsere Tradition respektiert und sich gleichzeitig auch mit einbringt. Ist Ihrer Meinung nach die Sicherheitslage in Deutschland für den einzelnen Bürger durch zunehmende Gewalt bedroht? Falls ja, wie soll der Staat reagieren? Also die Ereignisse der letzten Zeit haben ja gezeigt, die Sicherheitslage ist bedroht. Und um das auch wieder in kontrollierte Bahnen zu bringen, müssen als erstes Deutschlands Außengrenzen geschützt werden. In meinen Augen ist das Abkommen von Schengen gescheitert. Und das hat nichts mit Handelsfreiheit zu tun, aber die Reisefreiheit, also die unkontrollierte Hin- und Herreise zwischen den Schengen-Ländern ist gescheitert. Das hat die viertägige Grenzkontrolle im Zuge des G20-Gipfels gezeigt. Es sind über 4.500 illegale Grenzübertritte, also illegale Einreisen verhindert worden. Es sind ähnlich viel, 4.400 waren es, glaube ich, Strafbefehle aufgedeckt worden. Es wurden über 780 Fälle von Drogenkriminalität und aufgedeckt innerhalb von 4 Tagen. Das zeigt, wir müssen weg aus dem Schengen-Raum und wieder hin zu dauerhaft kontrollierten Grenzübertritten. Wie stehen Sie zu einer Lockerung der Waffengesetze zur Erhöhung des Selbstverteidigungsrechts des Einzelnen, gerade in Bezug der älteren Mitbürger oder auch gegenüber der Frauen, dass sie eine eigene Waffe, muss nicht immer eine Pistole sein, Waffe ist ja allgemein gesagt, dass sie persönlich eine Lockerung haben, sich besser zu verteidigen? Gut, ich sage mal, amerikanische Verhältnisse, wo jeder seine Pumpgun über dem Kamin hängen hat, brauchen wir vielleicht nicht wirklich. Aber ich bin zumindest gegen eine Verschärfung der jetzig gültigen Waffengesetze. Aus dem einfachen Grund, die aus kriminellen Energie heraus sich Waffen beschaffen wollen, die machen das, halten sich da nicht an irgendwelche gesetzlichen Regelungen, die bewaffnen sich. Gut, also der Ältere soll nicht mehr bekommen, als er jetzt darf.
Also ich bin wirklich gegen eine übermäßige Aufmunitionierung, Aufmilitarisierung der privaten Haushalte. Ich bin da eher dafür, die Polizei zu stärken und ihr auch wieder in eine Gesamtstärke zu führen, die den Schutz der Bürger gewährleisten kann. Wie steht Gendering, das ist ein Begriff, und der zusätzlichen Toilette im öffentlichen Bereich fürs weitere Geschlecht? Ich glaube, 50 Geschlechtsformen haben wir mittlerweile. 60 sind wir, glaube ich, mittlerweile. Ich bin ein absoluter Gegner dieses Gender-Mainstreamings. Ich finde es einfach nur irrational, was da momentan auch mittlerweile in der Bildungspolitik betrieben wird. Das hat nichts mehr mit einem normalen gesellschaftlichen Zusammenleben und wirklich gesellschaftlichen Grundwerten zu tun. Es mag ja Transvestiten und was weiß ich nicht alles geben. Sie sollen auch ihr Leben, aber man sollte das der Jugend heute in den Schulen, teilweise auch schon in den Kindergärten, nicht als das normale Zusammenleben nahe bringen. Ja, weil das ist nicht die klassische Familie als Keimzelle unserer Gesellschaft. Sind Sie mit unserem Schulwesen einverstanden oder wünschen Sie Änderungen? Falls Sie Änderungen wünschen, zählen Sie bitte kurz, kann man ja ganz einen Abend draus machen, zählen Sie kurz ein paar Änderungswünsche auf, was unser Schulwesen betrifft. Also ich muss sagen, das Schulwesen an sich ist stark überholungsbedürftig. Und ich persönlich bin eigentlich auch dafür, dass in der Bundespolitik im Bildungswesen dahingehend Voraussetzungen geschaffen werden, dass einheitliche Bildungsstandards von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen zum Tragen kommen. Das heißt, wenn heutzutage ein Abiturient aus Bremerhaven sich bei BMW in München bewirbt, dann lächeln die Müde, weil das Abitur in Bremerhaven auf einem Niveau ist, wo in Bayern müde drüber gelächelt wird. Und das muss abgeschafft werden. Wobei die Ländersache, Bildungspolitik ist ja Ländersache, sollte auch schon in großen Zügen in den Ländern verbleiben. Aber die großen Rahmenbedingungen müssen in der Bundespolitik geschaffen werden, um hier einheitliche Standards zur Maßgabe zu machen. Die Braunkohle ist bis heute ein wichtiger Faktor hier in unserer Industriefaktor, in unserer Region. Energiepolitik ist immer gleich Industriepolitik. Der Ausstieg ist beschlossen. Das bedeutet, unsere Region, wir sind ja in dem Wahlkreis, treten Sie an, Mibrak als größter Arbeitgeber. Wenn die Leute ihre Arbeitsplätze in 10, 20 Jahren sind sie weg, in 20 Jahren. Ist eine beschlossene Sache nach heutiger Politik. Wie stehen Sie dazu? Ich bin gegen diesen forcierten Ausstieg aus der Braunkohle, weil die Braunkohle ist gerade hier in unserer Region der Energielieferant schlechthin, was durch eine vollkommen verfehlte Politik hin zur alternativen Energie fabriziert wird, sind teils überlastete Stromnetze, teils Energieausfälle, wenn es windstill ist. Ja, und sowas muss mit der Braunkohle kompensiert werden. Und für mich ist die Braunkohle nach wie vor der Energielieferant, zuverlässige Energielieferant, um diese verfehlte Politik der alternativen Energien zu kompensieren. Sind Sie mit der Verteilung der erwirtschafteten Güter in Deutschland durch Lohnarbeit, beziehungsweise Lohnarbeit, zufrieden oder wünschen Sie eine andere Verteilung? Die Lohnarbeit ist Unternehmenssache. Also was ein Unternehmer seinen Mitarbeitern zahlt, ist Unternehmenssache. Ich habe es wirklich volkswirtschaftlich gesehen, gesagt, durch Lohnarbeit wird ja letztlich mehr Güter geschaffen, letztlich ein Bruttosozialprodukt. Und ich wollte eine direkte Frage Ihnen erstellen, es gibt eine Verteilung des Bruttosozialprodukte, der Güter, die geschaffen werden, dann nach Kapital, kann man sagen, und nach Lohnarbeit, also der was besitzt und der nichts besitzt. Und das wollte ich Sie einfach so direkt fragen. Wir haben die Fragen an alle geschickt, das von der Linkspartei bis ganz rüber. Das will ich Sie einfach von Ihnen wissen. Empfinden Sie die Verteilung zwischen der Lohnarbeit und dem Kapitalvermögen
der erwirtschafteten Güter in Deutschland als in Ordnung? Die vielen Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor zeigen, dass da noch irgendwo eine Diskrepanz besteht. Also es gibt schon Nachbesserungsbedarf und da die großen Gewinne der großen Unternehmen, gerade hauptsächlich der großen Unternehmen, auch besser auf die unteren Arbeitsmarktschichten zu verteilen. Im Anschluss der vorigen Frage der Verteilung, sind die Managergehälter in Deutschland zu hoch? Ich sag mal, wenn ein Manager, sprich Großunternehmen, wirklich souverän und gut geführt wird, dann sollte das schon die Gesellschafterversammlung entscheiden, was der Manager verdient. Aber wenn ich dann zum Beispiel BER sehe, dann sollte der Manager vielleicht noch was mitbringen. Fußballer, ist das gerechtfertigt, das Einkommen? Nein, also ich als Fußballfan sehe hier eigentlich schon keine Relation mehr zum normalen Fußballfan. Ja, also das sind Unsummen, die da über die Tische geschoben werden. Also das hat mit Sport eigentlich schon nichts mehr zu tun. Ist es ja auch nicht. Das ist ein Konzern, der letztlich Werbung macht, Werbung durchführt und dann Artikel verkauft. Ich lese immer überall immer sehr gut, Deutschland geht es gut, und das ist fast eine Spaßfrage, ein bisschen Halbspaß. Ich hatte es ja auch geschrieben gehabt, den Artikel hatte ich mich fast gefreut. Der Wärmemesskonzern ist da, ist ein Begriff, was Wärmekonzern, das sind die ganzen Nebenkostenabrechnungen, in der EDA als Mieter haben sie immer eine Nebenkostenabrechnung, und der Markt ist in zwei großen Firmen fast aufgeteilt in Deutschland. Das heißt, sie haben 50% Marktanteil und eines dieser beiden großen Unternehmen wurde jetzt verkauft. Nach China verkauft worden, ein Eigentümer ist also ein schwerreicher Unternehmer aus Hongkong, heißt Li Ka-shing, und dem gehört jetzt dieses Unternehmen in Ista. Und damit zahlen demnächst fast ein Viertel aller deutschen Haushalte zukünftig an einen chinesischen Milliardär. Wie stehen Sie dazu? Da muss ich ehrlich sagen, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Macht doch nichts. Aber es ist halt dann, wenn mehr Kapital, wir haben ja vorhin von Einkommen gesprochen, wenn das Kapital halt da ist, und es ist ein deutsches Unternehmen, und diese Abrechnungen müssen Sie nur durchführen, als Erläuterung, Sie kommen ja am Bundestag mal, die müssen Sie nur durchführen aufgrund der Gesetzeslage. Nach dem alten BGB konnte man Wohnungen vermieten, inklusive Nebenkosten, aber Sie sind verpflichtet, Nebenkostenabrechnungen durchzuführen, es gibt massenhaft Prozesse daraus. Und wir haben vorhin extra mal nachgesehen, diese Abrechnungskosten sind sehr, sehr hoch. Sie haben ja, wenn nur auf die Heizung bezogen, haben Sie ja 60% Fixkosten oder 40% Fixkosten. Nur den Rest können Sie dann darüber über Verbrauch regulieren als Mieter, ob Sie hoch oder runter drehen. Gerecht wird sowieso nie, ob Sie in der Mitte wohnen, oben wohnen, unten wohnen. Und der Anteil der Messtechnik und dieser Personaleinsatz, die Dienstleister, das Aussehen, frisst Ihnen die Kosten ungefähr 10-15% der gesamten Heizkosten, sind allein diese Abrechnungskosten. Und wenn man es noch runterbricht auf die möglichen Rauf- und Runterverbrauch, dann macht es fast 30% aus. Nur am Rande, was hier entstanden ist als Dienstleistung. Und jetzt zahlen dann demnächst wir Deutsche, Sie haben ja geschrieben, für unser Volk, wie stand Ihr Spruch, wie heißt der? Aus dem Volk, für das Volk. Und dachte ich mir, das passt doch gut zu Ihnen, wenn demnächst das Volk nach China bezahlen muss, ein Viertel, was Sie dazu sagen. Das ist die Globalisierung, ja. Und da sind uns wohl erstmal vorerst noch die Hände gebunden. Und es ist natürlich nicht schön, ja, dass wir nun gerade einen wirtschaftlichen, doch großen Konkurrenten auf dem Weltmarkt dann auch noch weiterhin stärken mit solchen Verkäufen. Aber da kann man fast weiterführen, es ist eine bessere Einlage, ganz nicht kennen. Es gibt ja die Geschichten dieser PPP-Modelle, Private, kennen Sie das? Wenn also öffentliche Infrastrukturen privatisiert werden, was halten Sie davon? Wenn Autobahnbau in private Hand übergeht, zum Beispiel, das Thema haben wir ja mit. Das Thema ist ja schon gewesen, es gibt ja auch wohl schon auf der A5 Teilstücke, die privatisiert sind. Was halten Sie davon, PP? Da bin ich dagegen, weil ich sage mal, die Autobahn ist aus Steuermitteln, ist Bund, gehört dem Bund, gehört
Was ist von der neuen Autobahn? Ich baue eine neue Autobahn. Was halten Sie dann davon? Wenn die von privaten Investoren gebaut wird, dann, so wie in Italien, gibt es Teilstücke, die gehören eben bestimmten Gesellschaften, dann wird dort eben Maut verlangt. Gut, wenn das Bestandteil eines Verkehrskonzepts der Bundesregierung ist. Der Sie dann angehören wollen? Na, ich möchte im Bundestag einer Regierung. Momentan glaube ich da wohl eher nicht dran. Wie stehen Sie zu den Sanktionen gegenüber Russland? Da bin ich strikt dagegen, weil die Sanktionen gegen Russland tragen nicht zu einer friedlichen Koexistenz bei und schaden am Ende unserer Wirtschaft mehr, als es der russischen Wirtschaft je geschadet hat. Die haben sich ihre Partner nun mittlerweile in China gesucht, nachdem deutsche Unternehmen nicht mehr mit ihnen handeln durften. Also ich bin ein strikter Gegner dieser Russland-Sanktionen und bin auch dafür, dass auf schnellsten Weg diese abgeschafft werden und Russland wieder als gleichberechtigter Handelspartner in einem konsolidierten Europa auftreten kann. Wenn Sie die Augen schließen und sagen, ist ja klar, ist ja nur Fantasie jetzt, schließen die Augen und denken 15 Jahre später, dann wissen Sie, dass Ihre Kinder, die heute 4 sind, sind dann 19. Ich weiß nicht, wie alt Ihre Kinder jetzt sind. Sie haben dann auch schon ein höheres Alter rein. Wie steht Europa in 15 Jahren da? Das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, weil es hängt auch davon ab, wie die politischen Entwicklungen sich in unseren Nachbarländern gestalten. Aber ich hoffe, dass wir in Deutschland zurückkommen zu einer doch starken außenpolitischen Machtstellung, sage ich mal, oder dass wir unsere eigenen Interessen stärker wieder in den Vordergrund rücken und Europa hoffentlich zurückführen zu dem, was es mal war, ein gemeinsamer Wirtschaftsraum, gleichberechtigter Partner. Und wie sieht in 15 Jahren die Bevölkerungsstruktur in Deutschland aus? Wie sieht es dann in Deutschland aus? In Berlin, in Köln, in Zeitz, in Jena? Ich hoffe, dass es nicht die weiteren Entwicklungen nimmt, wie sie jetzt bereits in Duisburg, Marxloh, wie sie in München zu verzeichnen sind. Ich hoffe doch, dass... Nicht hoffen. Sagen Sie, was Sie denken, was dann ist. Nicht hoffen. Was denken Sie, was dann sein wird? Wir können Sie in 15 Jahren nachschauen, man kann Sie ja täuschen, ist ja erlaubt. Was denken Sie jetzt nach heutigen Maßgabe, jetzt mal weg vom Traum, was denken Sie, was in 15 Jahren in Deutschland los ist? Also ich denke, wenn die Politik in dem jetzigen Maß weiter betrieben wird, werden wir unser eigenes Volk so nicht wiedererkennen. Wir können auch gerne weitere Themen anschneiden, die Sie interessieren, für Ihre Wähler jetzt speziell. Ich wusste ja nicht, wir haben ja nur diese Gleichschaltung in Anführungszeichen der Fragen deshalb gehabt, da wir ja alle Parteien angeschrieben haben, mit der Bitte, sich halt auch notfalls schriftlich zu äußern. Wenn es nicht passt, dann trage es ich vor. Wir wollen ja unseren Zuschauern eine Möglichkeit geben, besser wählen zu können. Sonst ist ja sinnlos, sich die Stunde Zeit zu nehmen. Gleichzeitig sind wir kein Nachrichtensender, der schnelle Nachrichten will. Wir betrachten uns als Sender, der zeitgeschichtliche Dokumente fasst. Wir werden es auch nie löschen. Wir werden also in 15 Jahren auch mal nachsehen können, was Sie damals gesagt haben. Das ist der Grund. Und wir hoffen natürlich auch manchen hier etwas festzukleben auf den Stuhl, weil sie dann erinnern kann, was sie hier sagten und ob sie auch dann wahrheitsgemäß und mit festem Charakter weiterhin handeln. Also, jetzt geht bis Sport nochmal an Sie. Ob Sie noch was Wichtiges, was Sie einfach bewegt, noch losbringen möchten an Ihre Wähler? Also, ich möchte Ihnen noch als Abschluss mit auf den Weg geben, was meine Hauptziele für den Bundestag sind. Als fünffacher Familienvater liegt mir die Familienpolitik natürlich selbst sehr am Herzen. Und hier müssen wir an Veränderungen arbeiten, die die jungen deutschen Familien entlasten und auch wieder dazu bringen,
sich bewusst für mehrere Kinder zu entscheiden. Das vor dem Hintergrund, dass die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre, Jahrzehnte endlich wieder ins Positive gekehrt werden muss, auch um unsere sozialen Sicherungssysteme am Leben erhalten zu können. Und Deutschland braucht zu seinem Fortbestand keine importierten Neubürger, sondern wir brauchen wieder eine Familienpolitik, durch die sich junge Familien für mehrere Kinder entscheiden. Und das hat auch gerade im Hinblick auf die Rentenkassen seine Vorteile. Denn dadurch werden die Kinder von heute morgen in diese sozialen Sicherungssysteme einzahlen und mit dazu beitragen, dass unsere Rente auch in Zukunft noch in einem Mindestmaß gesichert werden kann. Danke Ihnen. Danke.